die Kisten hier sollten durchgehend voll sein. Genau, kannst da mal auf zwei Stacks gehen. Das Problem ist eher das hier. Dass die eine Fabrik dann hinterherkommt. Ja. Jetzt aber erstmal Landfill. Du einfach hier. Stell bitte her. Und da was war Landfill? Da. So. Und du hättest jetzt gerne Stein. 200 Stück. Und dich beschränken wir auf eine Reihe Stacks. Gut. Das hier sieht nicht gut aus. Achso, und ich kann immer wieder zwischendurch die hier abreißen. Angriff im Osten. 11 Türme schießen, alles ist gut. Lalala. Ach, ist das schön. So, hier kam der Vorschlag, dass wir wieder alles in Kisten füllen. Hm, stimmt, könnten wir. Aber momentan läuft das so eigentlich ganz gut. Die Roboter sind zwar gut beschäftigt, aber wir müssen eh viel mehr Roboter bauen. Ah, genau, ich könnte runterlaufen. Ist hier auch noch unten? Ist die Skynet-Überreste, sind die noch da? Nee. Skynet ist zerstört. Was machen wir? Flying Frames? Haben wir noch nicht wieder aufgebaut, richtig? Oh, okay. Ja, das ist nicht schön. Ich brauche doch meine Roboter. Die rote Engines sind hier. Gib mir einen Stack rote Engines. Bau Roboter. Ganz viele Roboter. Okay. Wollen wir dann einen richtigen Komplex machen? Oder einfach irgendwo hinbappen und die Roboter machen das schon hin und her? Weiß ich jetzt gar nicht. Hä? Ich kann drei erforschen, aber zwei nicht. ETF. Und das ist mit Tungsten. Okay. Research Tungsten. Was? Also wir brauchen ja gar nicht mal einen richtigen Skynet-Komplex, weil ich will das ja alles von Hand machen, damit ich das duplizieren kann. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur die Flying Frames. Und die Flying Frames brauchen rote Engines. Ich könnte es also hier in der Nähe machen, aber... Nee. Weil hier ist quasi eine Linie für die Sachen, die Lubricant brauchen. Und hier ist eine Linie für Schwefelsäure. Das heißt, das Gebiet hier und da ist verplant sozusagen für die Rohre und die Entfüllstation und so weiter. Also ich baue das einfach hier irgendwo hin, dann ist gut. Das heißt, ich hätte gerne wieder meinen Blueprint da. Und ich hätte gerne da und da. Richtig? Doppelreihe Kisten, frei, Doppelreihe Kisten, frei, Doppelreihe Kisten. Ja, ist alles gut. Der Tüdel, der ist im Weg. Und wir haben noch keine Fabriken, die Fabriken bauen. Du bau das da. Was wollte ich jetzt machen? Achso, genau, die Flying Frames. Dafür hätten wir gerne rote Engines. 10 Stück. Und braune Chips. 50 Stück. Was? Nein, 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 nein. Keine, nee. Ja. Batterien und Stahl. Ganz normale Batterien, da. Und Stahl. So, und dich beschränken wir jetzt auf 2 Stacks. Das sollte mehr als reichen. 2 Stacks sind 100 potenzielle Roboter. Schick, 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 schick. So, was nun? Nun guck ich mal, wie viel davon wir inzwischen haben. 66, das ist nicht gerade viel. Das ist echt nicht viel. Aber es könnte reichen, dass ich unten schon mal die Linie ziehen kann. Was macht Strom? Hauptnetz sieht gut aus. Was macht unser kleines Subnetz? Jetzt, wo es die ganze Zeit regnet und dunkel ist. Tungsten Alloy Processing. Nein, ich hätte gerne... Da, Laser Turrets. 550 Liter Tränke. Mhm. Ja, mach.
Genau, das Subnetz. Hält super. Okay, wir werden rechts angegriffen. 15 Türme schießen, das sollte okay sein. So, jetzt ein bisschen Friemelarbeit. Hoffentlich rutscht die Maus nicht ab. So, da ist schon die Mauer. Okay, das heißt, ab hier kann ich das einigermaßen natürlich wirken lassen. Das wirkt nicht sehr natürlich. So. Jetzt habe ich dem Beißern gerade einen super Hintereingang gebastelt, dass sie hier rumlaufen können bis in meine Basis rein. Okay. Dass ich immer noch keine Combat Shotgun habe, ist irgendwie irritierend. So. Ich müsste jetzt ja schon ein paar extra Türme haben, wenn ich das sehe. Ich brauche hier eine Lampe. Gib mir eine von den vielen Alien-Lampen. Da. Bob die hier hin. Und dann nehme ich die Lenfe, die ich hier habe, um hier eine Linie runterzuziehen. Und wir hier schon mal einen Teil auffüllen können. Und das ist echt tierisch viel Wasser. Gut. Bau dich dahin. Und dafür haben wir keinen Endfüll. Ich hätte gerne im... Was ist das? Ich hätte gerne immer Landfill. Da. Und zwar mehr. So, alles was du hast. Wow. Krass. Ja, wir werden definitiv häufig angegriffen. Jetzt sollte ich doch auf Chitinmauern umstehen, so viel Leichen, wie wir inzwischen haben. Keine mal so eine schlechte Idee. So. Wie schaut es hier oben bei euch aus? Es geht. Vieles was anderes. Aber es hält sich. Da kommt ein Landfill. Roboter sind immer noch alle komplett ausgelastet, richtig. Nicht so schön, nicht so schön. Vielleicht doch nochmal deren Effektivität erhöhen irgendwie. Das wird inzwischen ganz schön teuer. Ganz Kohle brauche ich gar nicht, brauche ich auch nicht. Oh, 21 Laserschüttel, die muss ich mal platzieren. Dann hätte ich gerne noch ein neues Blueprint. Blub. Wobei ich mir auch relativ sicher war, dass ich das auch schon gemacht hatte. So. Aber die habe ich einfach zerstört wahrscheinlich. Und mehr werde ich nicht vorrätig haben, denke ich. Gut. Dann bauen wir die Roboter. Wobei, ich kann ja mal gucken, wie viele Flying Frames inzwischen fertig sind. Werden nicht viele sein, aber ein paar vielleicht. Achso, 200 ist okay. 14 Flying Frames. Naja, besser als nichts. So, bauen wir mal ein paar davon. Weak Capacitor hätte ich jetzt auch ganz gerne. Oder was waren die jetzt schon wieder? Capacitor waren, glaube ich, eine Ditec-Sache, oder? Ja, da, Weak Capacitor. Damit. So. Sehr gut. Was noch, was noch, was noch? Sand wollte ich abliefern für hier. Und die hätte ich ganz gerne. Aber das ist echt wenig, was hier ankommt. Weil ich nicht genug Sand dahin bringe. Ja. Ein Großteil ist da. Die blinken jetzt gerade alle, weil es Nacht ist und nicht genug Strom reinkommt. Richtig, weil die Akkus verbraucht werden. Und das ist okay, das ist völlig okay. Was ist mit den besseren Solar Panels? Wie viele haben wir da inzwischen? 35. Ja, Upgrade Planer.
Oh, ich glaube, da hat er sogar jemand was zu geschrieben gehabt, aber ich weiß nicht mehr, was es war. So. Jetzt kam da wenigstens so eine Zahl. Also wenn ich es gedrückt halte, dann sieht man da, dass das Autosave kommt. Sieht man da 16 MK0 was auch immer Panels. Und die machen nichts. Meine Construction Bots dürften eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Hm. Ja, wie gesagt, ist auch ein Replicator-Mod. Vielleicht klappt es mit den Sachen davon nicht. Dann müsst ihr es halt alles von Hand machen. Was ja auch nicht so schlimm ist, aber. Ja. Wenn man so einen Mod schon hat, dann wäre es auch ganz schick, wenn es mit allen Sachen funktioniert. Na, wo wollt ihr denn hin? Oh, 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 oh. Achso. Ihr holt die, um sie da hinzusetzen, nicht um da irgendwas zu ersetzen. Nee. Mein Gott. Das sieht übrigens echt nicht so toll aus. Sei es drum. Gib mir bitte bessere Roboter. 66 Stück, nein. So, das sollte erstmal reichen. Und für die bräuchte ich das ganze Gedöns. Ja, das ist doof. Also grüne Chips primär erstmal. Oh, na schön. Machahaha. Also, das müsste ich jetzt ein paar von den alten einfangen. Da gab es übrigens auch einen Hinweis, wie ich ganz gut einfach die Roboter einfangen kann zum Aufstufen. Ich mache einfach irgendwohin eine Kiste, stopfe die voll mit irgendeinem Zeug, so mit Steinen, und dann mache ich einen Abrissbefehl. Dann kommen die ganzen Transportroboter an, um die Kiste erstmal leer zu machen. Und die kommen alle in einer langen Linie angeflogen. Die bleiben einfach stehen und halt rechte Maustaste gedrückt. Das klingt echt nicht schlecht. So, ich hätte gerne mehr. Boah, sie schnell. Sehr schön. Mehr. Achso, das war's. Doch schön viele Duplizierungen dabei. So, 182. Und die sind immer noch alle beschäftigt. Aber es liegt auch an der Kohle, die hier unten immer noch leer gemacht wird. Das ist echt albern, wie lange die brauchen. Ja, hör mal kurz auf damit. Und du wirst mal kurz eine stinknormale Eisenkiste. Ja. Wie sieht es jetzt mit den Robotern aus? Sind immer noch alle beschäftigt? Okay. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Aber ich habe dir noch echt viel aufgebürdet, was sie machen sollen, ne? Gerade hier Stein zum Beispiel. Stein wird gebraucht für die Landfill-Sache und die Landfill-Sache läuft gerade durchgehend. Und die ist echt schnell. Die baut ziemlich schnell die Sachen. Da wird ein Teil der Roboter schon beschäftigt sein. Na gut, wird sie mir das halt erledigen. Ich werde einfach immer wieder upgraden. Und da wir mit den Türmen eh nicht ganz bis Trupas kommen jetzt in einem Schwung, weil die viel zu teuer werden, die Forschung, könnte ich wieder umsteigen auf irgendwie die Roboter verbessern. Also Geschwindigkeit oder Traglast. Noch höhere Version von Roboter kann ich glaube ich erstmal knicken. Dann braucht man schon irgendwelche so komischen blauen Chips, die dann noch höher sind als die grünen Chips da. Und da bin ich nicht wirklich bereit für, denke ich. Gott, Strom? Strom hält sich. Oh, war eine gute Idee mit dem hier automatisieren. Das heißt, wir kriegen jetzt nach und nach das hier alles voll. Schade, dass es mit dem Upgrade-Mod nicht so funktioniert. Aber das wird schon okay sein. Girogon der Zukunft, denkt bitte dran, Kampfsachen. Wir haben jetzt schon die Berserker. Das heißt, die Elderbiter sind nicht mehr weit und dann kommen auch schon demnächst die Könige und Königinnen. Und die zerpflücken Steinmauern im 0,nix. Also vielleicht in den nächsten Folgen doch die Chitinmauern probieren. Wie viele Leichen haben wir inzwischen? 640 von irgendwas, 400, also 1500 Leichen haben wir. Wie viel kommt aus einer Leiche raus? Ich weiß, dass man ziemlich viel Chitin brauchte für eine Mauer. Und was waren die jetzt?
Es wurde wieder irgendwo anders hingeschoben. Ich bin mir relativ sicher, dass früher Chitin hier mit bei war. Bei den Ditec-Sachen. Tungstenmauern. Ja, Tungstenmauern wären am besten, aber Tungsten war nicht unendlich, glaube ich. Also müssten wir wenn dann replizieren. Das ist dann bäh. Und die Elektromauern, jetzt wo ich weiß, dass sie am Anfang nur so viel verbrauchen und später weniger, ne, ist eine Alternative. Aber es ist trotzdem ein riesiges Risiko. Ich meine, wenn das Ding, wenn der Strom ausfällt, dann ist die komplette Verteidigung da weg. Also, oh, und nächste Folge die ganzen Lasertürme setzen. Das, damit das hier oben endlich mal einigermaßen okay sieht, aussieht. Wobei, wenn ich das jetzt gerade so überschlage, reicht das schon wieder nicht. Das heißt, wir müssen noch mehr davon bauen. Ah, das ist echt krass mit den Dingern. Aber gut. Das sollte soweit okay sein.